Einen wunderschönen, Mensch, Katar, muss passen. Da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ja, der Kater ist auch gerade hochgekommen. Ich habe ein Paket bekommen. Ich habe auch schon. Oh. Relativ ausgepackt, dass nur der schwarze Karton übrig ist. Und zwar. Ja, wird euch jetzt nicht so viel sagen, den meisten. Obwohl das schon. Zwar, und es ist zwar der Nachfolger Dr. Pro. Warte mal, wie heißt sie? Dr. Pro? Nee, Dr. Pro erwartet andere. Das ist der Nachfolger von der hier. Ja. Die hat hier hinten Sensoren und hier halt so ein echtes Kissen für Blutdruck messen. Das bläht sich auch richtig auf. Ja. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Hier haben wir jetzt eine etwas andere Version. Wir haben oben, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine Sensoren, sondern wir haben das Luftkissen oben, was nach unten geht. Und ich habe ja mit meinen Smartwatches immer so Probleme. Wegen den ganzen Sensoren hier unten, das geht mit der tätowierten Haut nicht. Ja, wenn es dunkel ist, dann funktioniert nicht. Da funktionieren die Sensoren nicht. Weil die der mit Licht machen. Ich habe jetzt auch eigentlich überwiegend nur noch die getragen, weil mit der Xiaomi Smartband 7 Pro, nee, Band 7 Pro, da ist mir der Bildschirm zu klein geworden. Hier ist alles so schön groß. Das ist mir hier mittlerweile zu klein, obwohl es hier mehr Skins gibt. Hier gibt es ganz wenig Skins, die haben Vor- und Nachteile, da machen wir ein separates Video zu. Aber wir wechseln jetzt einfach mal in die Unboxing-Ansicht. Und dann packen wir sie erstmal aus. So, und da sind wir schon in der Unboxing-Ansicht. Yeah. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hier steht was Chinesisch, was ich nicht zuordnen kann. Hier steht dann halt QC Pass, ihr Smartwatch Modell Y008 oder 6, YM, Side M, Color Black Silver. Support iOS and Android, 25.09.2023 und eine Seriennummer. Sonst ist hier weit und breit nichts. So. Muss ich mal gucken, wo ich hier einen Anfang finde. Die Verpackung sieht auch wieder. Dadurch, dass alles schwarz ist, nichts drauf, keine Werbung, kein gar nichts, einfach nur halt das Logo sozusagen, sieht es schon sehr edel aus. Jetzt müssen wir nur gucken, wie. Ah, mit wieder magnetisch. Oh. Wir können ja mal vergleichen. So, das ist der Vorgänger. Das ist die neue. Also, die ist vom Display nochmal ein Stück größer geworden. Ich hoffe, diesmal gibt es mehr Skins. Kann es euch ja mal zeigen. So. Und früher hatte ich immer die Xiaomi Smartwatch, also Smartband. So. Da könnt ihr mal Vergleich sehen von den Größen. Also es sieht jetzt nicht viel größer aus als das, aber hier, wenn ich hier, also das ist jetzt leer, habe ich halt nur dieses Stück. Man hat viele Skins, sehr, sehr viele Skins, sehr, sehr, sehr viele Skins und verschiedene Arten von den Skins. Man kann auch ein eigenes Bild benutzen. Aber ich muss sagen, hier ist wenig, aber ich finde den Bildschirm klarer, besser zu erkennen und größer. Ist aber nur mein persönliches Empfinden, muss ich sagen, denke ich mal. Und er ist heller. Ja? Jetzt. So. Hoppala. Hier haben wir das Anleitungsheftlein. Ist hier noch was drin? Nö, da ist nichts weiter drin. Dann haben wir die Uhr. Ein
USB-C-Kabel. Nochmal einen USB-C-Kabel. Aber warum zwei? Eine Docking Station. Und nochmal eine Docking Station. Und das Band, das kennen wir schon. Da weiß ich, das ist welche Größe ich habe, aber das brauche ich wahrscheinlich hier gar nicht. So. Sind die identisch? Die sind 1:1 identisch. Aber warum da von unten? Wo soll ich denn da den... Aber wenn ich den von unten lade... Dann kann ich das ja gar nicht so hinlegen. Dann muss ich das ja so irgendwie machen. Ja, da müssen wir uns im Hardware-Video mal drum kümmern. Da bin ich mal gespannt. Jedenfalls haben wir eine Anleitung. Zweimal USB. Zwei Dogging-Station. Das ist gut. Kann ich einen am Platz, einen am Bett haben. Und die Smartwatch. Und hier ist dann halt das Kissen. Das gucken wir euch. Oh, hier ist noch eins. Das wusste ich gar nicht, dass noch ein zweites da ist. Das gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.